Start sind, wenn wir alles zusammen. Und wir bewerben uns jetzt sehr, das möchte für die Regierung wieder mehr. Zweite Stammstrecke, muss sehen, was weiß ich. Also der Wissenschaftsminister freut sich jetzt und sagt, er kann von einem Staatsteiler zum anderen stolpern in seinem Stimmkreisensprache. So. Wenn es dann so ist, dass die Landeshauptstadt ohnehin stark unterstützt wird, und ich gönne ihr das auch, ja, aber wenn die dann schon so viel bekommt, obwohl sie manchmal eine Politik macht, die nichts mit ihr zu tun hat, sich über Wohnungsnot zu beklagen, aber keinen Wohnungsbau zuzulassen, meine Damen und Herren, treibt natürlich die Preise nach oben. Ja? Zu sagen, man hat da Probleme, muss der Freistaat muss mehr machen, man hat aber kein Gewerbe, weil man das nicht zulässt und so weiter, dann hat es natürlich mit der Politik in der Landeshauptstadt was zu tun. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, dass alle ein bisschen mehr bekommen, einer ein bisschen weniger. Böse Zungen sagen, das heißt Lex München, Gelsenkirchen. Und da habe ich durchgesetzt, weil ich der Auffassung bin, an der Stelle, meine Damen und Herren, die Landeshauptstadt wird wirklich toll unterstützt und ist wichtig, wir brauchen sie. Aber der kommunale Finanzausgleich, wenn der dann noch dazu dient, dass quasi alle Kommunen untereinander, den, der sowieso schon am stärksten ist, noch einmal zusätzlich finanziert, obwohl er das meiste Geld bekommt, da war meine Fairness irgendwie an die Grenzen erreicht und deswegen haben wir entschieden, etwas weniger für München, dafür ein bisschen mehr für alle anderen. Ich finde das fair und der Christian Uwe wird es sicherlich verschmerzen können, meine Damen und Herren. Jedenfalls bis heute. Eine zweite Frage noch, ich kann auch von Stimmland. Ja, das war doch nur die Frage, wieso glaubt denn die Opposition, dass das, was sie sagen, nicht stimmt? Ja. Ich meine, das könnte es mal leicht machen, die SPD, aber also wir haben wirklich zum 8. und 9. Mal einen vollgängigen ausgeglichenen Haushalt. Ja. Wir haben übrigens, anders sogar als der Bund, haben wir keine Sondervermögen gemacht. Also der Bund macht die Sondervermögen, wenn es um Banken geht. Wir haben noch das Problem in der Landesbank, wo wir jetzt Gott sei Dank übrigens auch nachher, so ein typisches Thema übrigens, jetzt nach 3,5 Jahren, ich habe im letzten 3 Jahren fast nichts voran mit den Verhandlungen mit der EU, zumindest nicht leicht, solche Verhandlungen zu führen, Beihilfeverfahren. Das darf ich wirklich sagen. Es ist nicht übrigens so, dass man auf Augenhöhe verhandelt in Brüssel, gell? Also jeder, der mal in Brüssel zu tun hat, ein großer Fan von Europa, und man darf sich nicht vorstellen, dass man da hingeht, als Bayern sagt, wir sind da. Sondern da sitzt man unten, kann es 5-mal sauer, da wird man in einem kleinen Zimmer verfrachtet, ohne Fenster, ohne Licht und alles andere. Das haben wir abgeschlossen, Bankzahl ist zurück, schwierige Rahmenbedingungen, ja, wir geben uns da Mühe. Es ist halt immer schwierig, wissen Sie, im Haushalt ist es so, einerseits sagen Sie, wir sollen da mehr sparen, andererseits fordern Sie 10.000 neue Stellen. Einerseits fordern Sie, wir müssen die Energiewende voranbringen, aber die größten Widersacher gegen jedes Windrad, meine Damen und Herren, sind nicht Mittelstandsunionsleute, sondern sind dieselben grünen Gruppen, die zuvor gefordert haben, wir sollen aus der Kernenergie ausschneiden. Ja? Es lässt sich relativ evident fortsetzen und deswegen ist es ja wie in Stuttgart auch ein bisschen, ja, mal sehen, was da am Ende rauskommt. Ich will andere nicht angreifen, sondern wir wollen nicht Wahlkampf machen, sondern wir wollen regieren. Und deswegen sind mir diese Art von Spielchen etwas ermüdend, die bringen uns ehrlich gesagt auch nicht weiter. Aber lass ihn nicht verunsichern, wir haben es ja noch bestätigt. Der oberste Rechnungshof sagt sogar, ihr seid sehr gut, ihr könnt noch mehr Schulden nehmen, so ungefähr. Ja? Und der oberste Rechnungshof, wenn ihr sagt, das stimmt, ist auch so. Also lass ihn nicht verunsichern, ja. Und man kann es auf die Formel sagen, also wenn CSU und SPD zu entscheiden, wer recht ist, dann vertrauen sie einfach uns. In dem Punkt jetzt auf jeden Fall. Ja. Habe ich Sie verstanden, die Frage? Ja. Es geht schon in die Richtung, Herr Minister, meine Damen und Herren. Ich finde es zwar gut, dass der bayerische Finanzminister ein Fan Oberbayerns ist, das ist sehr begrüßenswert. Und dass es mit der Landeshauptstadt nicht so kommt, das haben wir also in bester Gesellschaft, weil auch wir im Raum Erding nicht gerade große Fans der Landeshauptstadt sind, was verschiedene Verhaltensweisen uns in der Region gegenüber betrifft. Aber nachdem wir ja auch hier durchaus ein regionales Thema strapazieren sollen, komme ich natürlich nicht umhin, Ihre Steilvorlage aufzunehmen, auch wenn es von einem Klubberer kommt, das macht nichts, ich bin ein bekennender Roder in dem Fall. Also insofern, die Steilvorlage war dankbar und wichtig. Also, ich denke mal, vielleicht schaffen wir ein friedliches 0:0, aber beide helfen, okay? Ja, okay.
Spaß beiseite. Herr Minister, die Frage ist natürlich schon hier in der Region, nachdem ja es jetzt die Forderung im politischen Raum gibt, dass man bei der FMG die Gesellschafterdarlehen ja abziehen möchte, um die Finanzierung Richtung zweiter Stammstrecke zu orientieren. Und ich habe es sehr gerne von Ihnen gehört und ich möchte es Ihnen einfach nur mitgeben, dass ich schon auch dann erwarte, dass diese Kredite, die hier zurückgeholt werden, nicht einzig und allein in die Landeshauptstadt München geschickt werden, sondern auch der Verantwortung des Freistaats entsprechend in diesem Fall in die Region gewissermaßen auch regionalisiert werden. Denn Fakt ist auch, und das muss man wissen, seit 1992 ist der Flughafen im Erdinger Moos offen. Seitdem ist der Osten katastrophal erschlossen. Es zeigt sich jetzt, dass wir ein Stück vorankommen. Aber dazu werden wir auch Mittel brauchen. Und der Herr Ministerpräsident unterstützt uns ja nachhaltig. Und das möchte ich eben bei Ihnen auch bitten, dass Sie das tun, als Aufsichtsratsvorsitzender ja auch der FMG, dass man diese Mittel nicht nur in die zweite Stammstrecke streckt, denn die brauchen wir zum S-Bahn-Ringschluss nicht. Das Gleis von Erding zum Flughafen, dazu bedarf es weder einer Taktverdichtung noch irgendetwas, das können wir auch so hinbekommen. Und darum einfach meine Bitte an Sie, uns zu unterstützen, dass hier nicht nur die Landeshauptstadt München, sondern auch ein Teil in die Region fließt, weil die braucht es genauso. Denn diesen Erschließungsnachteil, den brauchen auch die Mittelstand. Ich war vor 3 Wochen in Burghausen und damit schließe ich auch schon bei einem Bahnforum, wo man natürlich aus dem Chemiedreieck diese Anbindung braucht. Und Sie haben mit der Stadt Erding einen Partner, der den Freistaat begleitet. Wir sind keine Verweigerer, was die S-Bahn-Thematik betrifft, sondern wir haben die Beschlüsse hergestellt. Und darum, glaube ich, ist es auch recht und billig, dass wir beim Veranlasser dieser Verkehre jetzt auch entsprechend unterstützt werden und Mittel für diesen S-Bahn-Ringschluss dann auch letztendlich laufen können. Das ist meine einfache und bescheidene Bitte. Zwischen einfach und bescheiden ist immer nur ein Komma. Aber in der Tat, es ist so, wir haben jetzt ja, im Prinzip sind es ja 2 Projekte, wie es geht. Die zweite Stammstrecke ist das eine. Da ist es so, dass übrigens auch gerade von den oberbayerischen Landkreisen sehr massiv nochmal die Forderung kam, als es scheinbar nicht mehr finanzierbar war. Wir sind jetzt da wieder auf einem guten Weg. Bin übrigens gespannt, ob die Landeshauptstadt ihre Zusagen halten.